Hi Leute, heute geht es darum, welche Lebensmittel du unbedingt meiden solltest und welche das sind, erfährst du gleich. Okay, und zwar möchte ich heute in dem Video nicht mit dir teilen, ist nicht Lebensmittel XY, sondern ich möchte individuell zeigen, erklären, wie du herausfindest, welche Lebensmittel dir gut tun und welche nicht. Und zwar ist dabei nämlich ein Riesenpunkt, vieles erstmal, das uns als gesund und gut und toll verkauft wird, ja, ist bei weitem nicht so, dass das auch gut und gesund ist. Ja, die Marketingmaschinerie im Laden, in den Supermärkten, die läuft ganz gut und auf die Verpackungen wird auch gesund drauf geschrieben, wenn da Zucker drin ist oder sonst was. Also danach kann man sich definitiv nicht richten und gesund ist ja immer relativ und liegt da ja sehr im Auge des Betrachters und manchmal auch im Auge des Produktverkäufers. Und dementsprechend ist es eben so, dass du am besten, und das ist das Allerwichtigste, darauf kannst du immer hören. Und dann weißt du auch, welche Lebensmittel du meiden solltest. Und zwar, wenn du, das ist nämlich eine ganz gute Methode und ein ganz ja, perfektes Mittel, wenn du Monomahlzeiten machst, dann kannst du herausfinden, welches Lebensmittel dir nicht gut tut. Und Monomahlzeiten bedeutet Mono, nur eine Sache, zu einem Zeitpunkt essen. Du kannst danach schon nochmal was anderes dann essen, aber wenn du gerade wenn du nicht weißt, hast du Allergien oder sonst was, verträgst du ja, Lebensmittel XY nicht, probier mal eine Monomahlzeit mit diesem Lebensmittel zu machen. Und wenn du zum Beispiel Früchte isst, dann wirst du sehen, und da gilt es halt auch, die Körpersignale richtig zu deuten und diese kennenzulernen und darauf wirklich richtig zu hören, die wahr und wichtig zu nehmen. Und da geht es nicht so sehr um deinen Geschmack, um die Zunge, sondern vielmehr auch noch, wie fühlst du dich nach dem Essen? Und wenn du jetzt was isst, zum Beispiel einfach eine Frucht, dann gehen Früchte normalerweise, ist eine leckere Kirsche, dann gehen diese Früchte normalerweise innerhalb von maximal 2 Stunden, je nachdem, was für Früchte du isst. Fettfrüchte, die brauchen eben länger wie Avocados. Ja, werden die vom Magen verdaut. Vom Magen. So, und das heißt, wenn du was isst und es bleibt länger als 3, 4 Stunden in deinem Magen und du fühlst dich dann immer noch voll, dann war es definitiv nicht das Richtige für dich. Und du kannst es auch mit, es muss nicht unbedingt Monomahlzeiten sein, aber du kannst es auch nach jedem Essen testen. Erstmal, wie schnell wird es verdaut vom Magen? Wie schnell wird es weitergegeben? Fühl da genau hin. Und dann der zweite Punkt eben auch, wie fühlst du dich nach einer Mahlzeit? Erstmal natürlich, wenn du Stimulantien oder irgendwas zu dir genommen hast in dieser Mahlzeit, irgendwelche völlig denaturierten Sachen, E-Nummern und so weiter, aber auch ja, eben Stimulantien, dann kann es eben sein, dass du dich total aufgedreht fühlst, dass dein ganzer Energiehaushalt ein bisschen durcheinander ist und du dadurch künstlich gepusht bist. Aber normalerweise, wenn du nicht dich durch Stimulantien wacher fühlst oder wenn du Kaffee getrunken hast eben, sondern wenn du ja, nach einem Essen einfach ja, lethargisch bist, dann war es definitiv nicht die richtige Mahlzeit oder nicht die richtige Menge. Und
diese Monomahlzeiten, damit findest du halt dann raus, wenn du ein Lebensmittel einzeln nimmst, eine Frucht, ein Gemüse oder du isst dann Fleisch zum Beispiel, dann merkst du, wie die Verdauungszeiten sind und du wirst merken, Fleisch braucht unglaublich lange, ist für einen, ja, für einen Menschen nicht wirklich artgerecht, weil es von den Verdauungszeiten her viel zu hoch diese Verweildauer ist. Und wenn du dich nach einer Mahlzeit eben schlapp fühlst und erstmal zack mit dem Kopf auf dem Schreibtisch einpennst nach der Mittagspause, dann war es definitiv die falsche Mahlzeit. Und wenn du jetzt eben einzeln ein Lebensmittel ausprobierst, dann weißt du, okay, es geht gut durch, eventuell, oder eben nicht. Und wenn du dich dann energetisch nach dieser Mahlzeit fühlst, dich nicht schlapp fühlst, normalerweise solltest du nicht dieses Tief nach einem Essen haben, dann war es eben das Richtige. Und dann weißt du eben auch, soll ich das weglassen oder nicht. Und das ist am Ende das, was dir keine Studie geben kann, keine Experimente von anderen Leuten, die irgendwo aufgeschrieben wurden, weil du weißt nicht, ob es korrekt aufgeschrieben wurde. Du musst da blind drauf vertrauen. Das Einzige, was du wirklich wissen kannst, ist das, was du erfährst, was du aus der Praxis nachvollzogen hast. Und das kannst du eben mit dieser Methode machen. Schau mal ganz bewusst auf diese Körpersignale, vor allem, wie fühlt es sich an danach von der Verdauung her und wie fit fühlst du dich danach, wenn es keine Stimulanz war. Und bericht gerne mal, welche Lebensmittel du getestet hast. Schreib mal unten drunter, was deine Erfahrungen sind, was dir gut getan hat. Meine Erfahrung zum Beispiel mit dem Fleisch damals, mit Käse, auch mit sowas wie Seitan, wo ich das über übertriebene Mengen gegessen habe. Solche Seitan-Schnitzel hatte ich die mal gegessen, als ich begonnen hatte, mich pflanzlich zu ernähren, wo ich so Ersatzprodukte mal probiert hatte. Und da wirst du eben sehen, dass es ja, da ganz verschiedene Reaktionen gibt. Und ja, wie gesagt, kommentier gerne unter das Video. Und wenn dir das Video gefallen hat, wenn es dir weitergeholfen hat, dann gib gerne einen Daumen nach oben. Und um wirklich mehr Menschen zu helfen, teile das Video einfach an Leute, die selber mit der Ernährung gehen, rumexperimentieren, die was umstellen möchten. Teile es mit denen, damit die auch davon lernen und profitieren können. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag heute und mach's gut. Bis dann. Ciao.